Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind zur nächsten Episode unserer Vortragsreihe Weltengeschichte. Vor einer Woche haben wir hier begonnen und sind auf diese Reise gegangen durch die Weltengeschichte und haben bereits ungefähr 2200 Jahre Weltgeschichte abgearbeitet. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Und ich möchte auch alle, die jetzt herzlich begrüßen, die live im Internet zugeschaltet sind, auf Juul Media und auf weltengeschichte.de. Und bevor wir in das Thema heute einsteigen, im Schatten der Pyramiden, und einige von uns oder die vom Livestream da sind, sind vielleicht zum ersten Mal da und fragen sich vielleicht, werde ich noch mitkommen, wenn ich jetzt schon 5 Folgen verfasst habe. Jeder Vortrag ist auch in sich so ein bisschen geschlossen. Das heißt, man kann eine ganze Menge auch daraus mitnehmen, wenn man die anderen Vorträge nicht gehört hat. Aber wir werden gleich nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, was wir bisher gesehen haben. Zunächst einmal nochmal der Hinweis, Fragen sind sehr erwünscht. Wir hatten im Laufe der letzten Woche eine ganze Flut an Fragen. Wir konnten die kaum alle abarbeiten. Aber beim letzten Vortrag sind tatsächlich keine Fragen gestellt worden. Vielleicht war alles so sonnenklar, dass keine Fragen übrig blieben. Sollte das allerdings heute Abend nicht der Fall sein, und es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Dingen, die man fragen kann, wo man vielleicht noch etwas nicht genau verstanden hat oder etwas besser wissen möchte, dann scheuen Sie sich nicht. Wir haben, wie gesagt, hinten diese Fragebox oder auch die Zuschauer können diese Fragen stellen unter fragen@weltengeschichte.de. Wie gerade angekündigt, ein ganz kurzer Rückblick in wenigen Minuten, was wir bisher in den ersten 5 Episoden gesehen haben, was bisher geschah. Wir haben gesehen, wir haben damit begonnen, dass in der Vergangenheit, in aller Ewigkeit sozusagen, es Gott gab und Gott die Liebe ist. Wir haben damit begonnen, dieser Idee, dass Gott ein Wesen ist mit einem so außergewöhnlichen Charakter, der außerdem immer konstant ist und deswegen diese Konstanz seiner Liebe auch als Gesetz bezeichnet wird. Wir haben gesehen, dass er in seiner schöpferischen Tätigkeit die Welten geschaffen hat und die Bewohner der Welten, die alle nach seinem Gesetz der Liebe handelten, bis einer der Oberste, der Boden, der Malakim, der Engel, sich entschied, ohne jeglichen Grund und ohne Veranlassung eine Rebellion zu starten gegen Gottes Regierung, die dazu führte, dass ein Drittel aller Engel den Himmel, den Regierungsplatz Gottes verließ. Die Erde wurde geschaffen von Gott, um zu zeigen, wie er wirklich ist. Er schuf den Menschen in seinem Ebenbild, der als Repräsentant Gottes die Prinzipien der Regierung Gottes vor dem gesamten Universum deutlich machen sollte. Allerdings wurde der Mensch verführt durch den Rebell, den Hillel, der zu Satan wurde. Und Adam und seine Frau missbrauchten die Freiheit, die Gott ihnen gegeben hatte, weil er freie, liebende Menschen haben wollte, und stellten sich gegen ihn. Er wollte aber die Menschheit nicht aufgeben und war bereit, einen Plan der Rettung ins Leben zu rufen, der symbolisiert wurde durch Opfer, die deutlich machen, wie viel Gott investieren würde in diesen Plan. Die Menschheit wuchs und es kam schnell zu einer Teilung von 2 verschiedenen Gruppen. Die einen, die an dem Plan Gottes festhielten, und die anderen, die sich gegen Gott wandten und der Rebellion sich vollends verschrieben haben, was zu einem Niedergang, einem moralischen Niedergang dieser Welt führte, wie er unvorstellbar gewesen ist, bis Gott im Jahre 1656, nachdem er 1,5 Jahrtausende Geduld hatte und gewartet hatte und nichts unternommen hatte und die Menschen immer wieder zu sich ziehen wollte, die damalige Welt, die an den Abgrund des Menschenvorstellbaren gekommen war, in einer großen Flut vernichtete. 8 Menschen überlebten, die aufgrund der Weisung Gottes in der Arche Rettung gefunden hatten, und von ihnen wurde die Erde neu bevölkert. Das Gift der Schlange, die Rebellion gegen Gott blieb aber auch erhalten, und nach dem großen Turmbau zerstreuten sich die Völker und verschiedene Zivilisationen gründeten sich, und aus der Zivilisation der Sumerer und der Akkader berief Gott einen Mann, den Abraham, den er zu seinem Botschafter der Liebe, zu seinem Botschafter der guten Nachricht machen wollte. Er sandte ihn in das Gebiet der verfluchtesten Menschen überhaupt, das Gebiet Kanaan. Er sollte
der Träger der Verheißung sein. In seiner Nachkommenschaft sollte der erwartete Erretter erscheinen. Er bekam tatsächlich einen Sohn, den er am Ende sogar opfern sollte, als Beweis für seine absolute Treue zu Gott. Und Gott offenbarte ihm bei dieser Gelegenheit, was es bedeuten würde, dass Gott selbst seinen Sohn geben würde. Letztes Mal haben wir gesehen, wie dieser Sohn, Yitzhak oder Isaac genannt, selbst eine Familie gründete mit einer Frau aus Aram, wie Abraham starb, alt und lebenssatt, und die Familie von Yitzhak wuchs, zwei Kinder wurden geboren, Esau und Jakob. Es gab großen Streit, weil die Eltern die beiden Söhne unterschiedlich gleich behandelten. Und Jakob von der Rebekka und Isaac, also Jakob von der Rebekka gewertschätzt wurde und Isaac den Esau mehr liebte. Jakob betrog seinen Vater, wollte sich das Erbe erschleichen mit Lug und Trug, musste fliehen. Gott offenbarte sich ihm dieser großen Vision der Himmelsleiter. Er lebte viele Jahre in Aram, um dort als Schafhirte mehr ausgebeutet zu werden von seinem Verwandten Laban. Er arbeitete 7 Jahre für seine Traumfrau, bekam aber in letzter Sekunde deren Schwester untergejubelt, was er erst nach der Hochzeitsnacht feststellte. Tief enttäuscht arbeitete er weiter und gewann dann schließlich auch seine eigene Traumfrau, die Rahel. Insgesamt 4 Frauen hat er dann gehabt, auch viel Leid erlebt aufgrund der Kinder, die ihm geboren worden sind. Und nachdem fast sein ganzes Leben mehr ein Fehlgriff gewesen ist als ein echter Segen, erlebte er bei seiner Rückkehr aus Aram nach Kanaan, als er eine ganze Nacht mit einem vermeintlichen Feind kämpfte, dass er in Wirklichkeit gegen Gott gekämpft hatte. Und dort am Jabbok wurde aus Jakob, dem Betrüger, Israel, der Gotteskämpfer. Er kehrte zurück nach Kanaan, um seine Eltern wiederzusehen nach vielen Jahrzehnten. Und auf dem Weg starb seine Frau, seine Lieblingsfrau Rahel. Seine Kinder waren grausam, gewalttätig, zum Teil sexuell unmoralisch. Und er sah mit großem Schrecken, was all die schlechten Entscheidungen seines Lebens an Konsequenzen gebracht hatten. Schlussendlich kam er an in Kanaan und lebte mit seinem Vater Isaac. Seine Mutter Rebekka hat er nie wieder gesehen. Und an dieser Stelle haben wir aufgehört und wollen heute Abend sehen, was aus seinen Söhnen, den 12 Söhnen des Jakob, des Israel geworden ist. Und bevor wir damit beginnen, lasst uns mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen Abend. Danke sagen für das Geschenk der Musik und dass du uns gedanklich eingestimmt hast auf das, was wir heute hören möchten. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu unserem Herzen sprichst, dass wir erkennen, was wir heute lernen können aus der Geschichte, aus den Geschichten von Menschen, die gerungen haben und die dich erlebt haben. Wir möchten dich bitten, dass jeder Einzelne, der heute hier ist und der auch live zuschaut oder später sich dieses Video ansieht, dass jeder Einzelne etwas mitnehmen kann, etwas lernen kann, etwas mehr über dich erfährt. Danke, dass du das tun wirst. Im Namen Jesu. Amen. Episode 6. Im Schatten der Pyramiden. Ungefähr 2200 Jahre nach der Schöpfung, also ungefähr 600 Jahre nach der großen Flut, sah die Welt schon ein bisschen anders aus. Die Sumerer waren mittlerweile völlig untergegangen. Die kleinen Stadtstaaten hatten sich zu größeren Reichen formiert. Eines der vorherrschenden Länder der damaligen Zeit war Babylim oder auch Babylon. Im Norden war das mächtige Königreich von Aschur. Ganz im Osten regierten immer noch die starken Elamiter. Aber unsere Geschichte fokussiert sich weiter auf jenen kleinen Abschnitt im Westen, in Kinachum, in Kanaan, dort, wo die Kananäer, die Kananiter, die Verfluchten
lebten und wo Gott seine Botschafter, die Patriarchen, die Vorboten des Kommenden sein sollten, extra hingeschickt hatte. Abraham war gestorben, Isaak war schon sehr, sehr alt und Jakob, der Enkel von Abraham, lebte nun dort als der rechtmäßige geistliche Erbe mit seinen 12 Söhnen und seiner Tochter Dina in der Wüste bei Beersheba. Diese 12 Söhne hatten es zum Teil faustdick hinter den Ohren. Und als Schafhirten zogen sie oft durchs Land und trieben viel Unfug. Manches von dem war regelrecht grausam. Und Jakob sah mit Bedauern, dass sich bestimmte Charaktereigenschaften weiter vererbt hatten, ja noch schlimmer geworden waren, und er fragte sich, wie das noch einmal enden sollte mit seiner Familie. Nur einer war anders. Einer der Jüngsten, der Zweitjüngste, um genau zu sein, der erstgeborene Sohn seiner mittlerweile verstorbenen Herzensdame, der Rahel, klein Josef, der mittlerweile ein Jugendlicher geworden war. Er hatte einen so anderen Charakter. Er war so fröhlich, hatte solch ein Interesse an geistlichen Dingen. Und irgendwie hat sich der Jakob selbst erinnert an seine Zeit, als er, der sittsame, freundliche junge Mann war, der so ganz anders war als sein wilder Bruder Esau, der durch das Gelände zog und Antilopen und Gazellen erlegte. Und weil er Josef so besonders gern hatte, hat er ihn auch besonders bevorzugt. Er wusste eigentlich nur zu gut aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn der Vater einen Bruder mehr liebt als einen selbst. Trotzdem hat er auch diesen Fehler seines Vaters, Isaak, Yitzhak, weitergetan. Er hat dem Josef ein besonderes, ein außergewöhnliches Kleid angefertigt, das damals fast so was wie ein königliches Gewand war. Ein Gewand aus vielen Farben. Und das hat dem guten, netten, freundlichen, aber doch ziemlich lebensunerfahrenen Josef nicht gerade gut getan, ständig bevorzugt zu werden. Er wusste ganz genau, dass er der Lieblingssohn seines Vaters war, und er wusste auch ziemlich genau, was seine Brüder alles verkehrt machten, insbesondere die 4 älteren Brüder der Nebenfrauen. Dan und Naphtali und Gad und Aser, das waren die Allerschlimmsten. Und deren Straftaten hat er immer brühwarm erzählt. Das hat natürlich ihn nicht gerade beliebt gemacht bei seinen älteren Brüdern. Eines Tages träumte ihm, wie sie auf dem Feld waren und die Ernte einbrachten und die Ähren so in Gaben banden. Und jeder von den Brüdern, so träumte er, hatte seine eigene Gabe. Und plötzlich passierte es, ohne dass man sich es versah, dass all die Garben seiner Brüder sich verneigten vor seiner Gabe. Er war ganz erstaunt. Er hatte schon eine Ahnung, was das vielleicht bedeuten könnte, aber ganz naiv erzählt er seinen älteren Brüdern: Schaut mal, was ich geträumt habe von diesen Gaben, und alle eure Gaben haben sich vor meiner Gabe verneigt. Was meint ihr, was das bedeutet? Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen, und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Lass uns in Frieden. Sie hassten ihn, diesen Besserwisser, der immer alles richtig machte, denn der auch noch solche merkwürdigen Träume hatte. Nicht genug, er träumte ein weiteres Mal. Diesmal träumte er nicht von vergänglichen Garben, er träumte von den Himmelskörpern. Er träumte von Sonne, Mond und Sternen. 11 Sterne. Wohl kein Zufall, denn Sonne, Mond und 11 Sterne verneigten sich vor ihm, dem 12. Stern. Auch das musste man nicht lange interpretieren. Das waren wohl Vater, Mutter und die 12 Söhne. Und er sagte zu ihnen: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder.
Diesmal waren die Brüder so gekränkt, dass sie sich bei ihrem Vater Jakob beschwerten und sagten: Schau mal, was der für einen Unsinn träumt. Der belästigt uns mit seiner Arroganz. Und selbst Jakob wurde in einem seltenen Fall mal ärgerlich über Josef und sagte: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Aber während die Brüder das schnell wieder vergaßen, hat Jakob noch lange darüber nachgedacht, dass der Josef so seltsame Träume hatte. Das hat in seinem Herzen bewegt, aber er konnte nicht viel Sinn daraus entnehmen. Eines Tages, da zog es die älteren Brüder nach Norden. Sie wollten die Schafherden an fruchtbares Gelände bringen und sie zogen ausgerechnet nach Schechem, dort, wo sie Jahre zuvor eine ganze Stadt ausgerottet hatten, weil einer der Stadtbewohner ihre Tochter missbraucht hatte. Dorthin zogen sie und als Jakob einige Zeit nichts von ihnen gehört hatte, machte er sich Sorgen, ob es ihnen wohl noch gut gehe oder ob nicht vielleicht die umliegenden Kanaaniter mit ihnen kurzen Prozess gemacht hatten. Er sandte seinen Sohn Josef los, um zu sehen, was mit ihnen passiert wäre. Josef kam nach Schechem, nach Sichem, aber er fand sie nicht. Sie war nicht da. Und leicht hätte er zurückgehen können und sagen: Naja, ich bin da gewesen, sie war nicht da, ich weiß auch nicht. Aber Josef hatte einen Sinn für Pflichterfüllung und so erkundigt er sich bei einem, der dort in der Gegend umherlief, ob er 10 junge Männer mit einer großen Schafherde gesehen hätte. Ja, das hätte er. Sie wären weitergezogen nach Norden, auf das Feld von Dothan. Und so zog er dorthin. Und als er so sie in der Ferne sah, bemerkten auch seine Brüder, dass er kam. Und vor allem bemerkten sie, dass er ganz alleine war. Sie waren 10-1. Jetzt war ihre Stunde. Der Hass, der sich schon seit Jahren in ihn aufgebaut hatte, er könnte sich jetzt entladen. Niemand würde das bemerken, wenn er jetzt einen Unfall hätte. Und einige von ihnen haben ganz offen angesprochen: Warum bringen wir diesen Träumer nicht einfach um? Der älteste von ihnen, Ruben, dem hat das dann doch ein bisschen Angst gemacht. Er wollte nicht einfach tatenlos zusehen, wie sein junger Bruder umgebracht wird. Und er schlug vor, vielleicht als Kompromisslösung, den Josef, wenn er denn ankäme, zumindest in eine Zisterne zu werfen. Josef kam freudestrahlend und sagte: Schaut mal, der Papa hat mich gesandt. Wie geht's euch? Aber er las bald in den kühlen Gesichtern, dass sie nicht willkommen hießen. Ehe sich's versah, war er seines bunten Gewandes entledigt und fand sich auf dem Boden einer trockenen Zisterne wieder. Er schrie und jammerte und fragte, was er denn Böses vollbracht hatte. Aber seine Brüder dachten nicht im Traum daran, ihn zu befreien. Ruben verließ die Gruppe und ging. Er hatte sich insgeheim überlegt, wenn die Brüder weiterziehen, den armen Josef zu befreien. Er wollte doch nicht, dass es ihm schlecht geht. Er wollte aber nicht öffentlich für ihn eintreten und so dachte er, vielleicht kann er einen Kompromiss machen. Er geht jetzt weg und wenn sich die Sache beruhigt hat, dann kümmert er sich um Josef. Die Geschichte nahm aber eine andere Wende an diesem Tag. Und das sollte ihr Leben für immer bestimmen, denn an jenem Tag kam eine Karawane vorbei, Beduinen, Nachfahren ihres entfernten Verwandten Ishmael, des Bruders ihres Großgroßvaters Abraham, von den Wüstenfürsten. Sie waren auf dem Weg in ein fernes Land und einer von den 10 Brüdern, von denen jetzt nur noch 9 an dieser Zisterne waren, hatte eine kluge Idee. Judah, der vierte von ihnen, der Viertgeborene, war ein Geschäftsmann und er dachte sich, wenn wir ihn schon nicht umbringen, können wir vielleicht wenigstens Kapital aus ihm schlagen. Lasst uns ihn als Sklave verkaufen. Vielleicht kriegen wir einen guten Preis. So verhandelte man. 20 Silberlinge konnte man rausschlagen. Das machte 10 Silberlinge pro Person. Nicht schlecht.
Und obwohl Josef sie anflehte und bettelte, nicht so etwas zu tun, denn als Sklave war man damals manchmal schlechter dran als ein Toter, hat niemand mit ihm Mitleid gehabt. Und er wurde abtransportiert auf einem Kamel. Stunden später kam Ruben wieder zurück und zu seinem völligen Entsetzen war die Zisterne jetzt leer. Er fragte, was passiert wäre, und Juda zeigte ihm die zwei Silberstücke und sagte: Schau mal, beschwer dich nicht zu sehr. Du hast auch was davon. Dein Bruder Josef wird jetzt sich ein bisschen nützlich machen in einem fernen Land. Und vielleicht werden wir ihn ja mal wiedersehen, wer weiß. Aber eins wussten sie, sie mussten eine Erklärung finden, was mit Josef passiert war. Sie konnten ja ihrem Vater nicht ernsthaft erklären, sie hätten ihn verkauft. Eine Lösung war schnell gefunden, in einer Herde gibt es viele Böcke. Einer musste dran glauben, er wurde geschlachtet, man nahm dieses bunte Kleid, tunkte es in das Blut und sandte es zurück zum Vater Jakob und fragte: Ist das nicht das Kleid von Josef? Könnte es sein, dass ein Löwe ihn gefressen hat? Jakob war zu Tode betrübt. Und man hätte vielleicht seine Tränen hören können auf der anderen Seite der Hügelkette, auf der Josef gefesselt auf einem Kamel jetzt gen Süden transportiert wurde. Er blickte noch einmal in die Ferne. Er erkannte einige der Hügel, auf denen er sonst früher so gerne gespielt hatte. Er sah seine Heimat dahinschwinden im Wüstensand. Und er fragte sich, was jetzt passieren sollte. Sein Vater war nicht mehr da. Was würde aus ihm werden? Innerhalb weniger Stunden hatte sich seine gesamte Lebensperspektive auf den Kopf gestellt. Und dort, in der Hitze der Wüste, auf einem schaukelnden Kamel, mit bitteren Tränen in den Augen, entschied er sich, was immer kommen wird. Ich will dem Gott meines Vaters, von dem er mir so viel erzählt hat, treu bleiben. Er erinnerte sich daran, wie sein Vater ihm immer wieder die Geschichte erzählt hatte, wie er, Jakob, damals geflohen war, ganz alleine, und wie Gott ihm erschienen war in Bethel. Vielleicht würde Gott auch ihn so beschützen. Er fragte die Karawanenführer, wohin denn die Reise gehen würde. Und die Antwort kam prompt: Nach Kemet, in das berühmte schwarze Land, das wir heute als Ägypten kennen. Eines der größten und berühmtesten Länder der damaligen Welt, eine Hochkultur, die am Nil entstanden war. Der Nil, der Jahr für Jahr den fruchtbaren Schlamm auf den Boden brachte, diesen schwarzen Schlamm, und deswegen das Land Kemet, das schwarze Land, genannt wurde. Dort, wo seit Jahrhunderten mächtige Könige herrschten über ein gewaltiges Gebiet, dort wurde er abgeladen in eine der Königsstädte. Und ein hoher Beamter des Königshofes, der Oberste der Leibwache, sah den jungen Burschen, 17 Jahre alt, und dachte sich: Solch einen Diener könnte ich gut gebrauchen. Sein Name war Potiphera, gegeben von Ra, einem der großen Götter Kemets, Ägyptens. Heute kennen wir seinen Namen eher als Potiphar, wodurch der Name ein bisschen entstellt ist, Potiphera. Und so wurde Josef innerhalb weniger Wochen von einem verzogenen, verhätschelten jungen Mann zu einem Sklaven in Ägypten. Es war aber nicht das einzige Familiendrama in jenen Jahren. Noch ein Sohn verließ die Familie von Jakob. Und zwar ausgerechnet Juda, der Josef verkauft hatte. Er hatte keine Lust mehr auf die ständigen Geschichten von einem kommenden Erlöser, dieses ständige sich abschotten von den anderen Kananitern, dieses ständige anders sein und bloß nicht so werden wie die
Hethiter und die Kanaaniter und die Amoriter immer nur heilig sein. Er wollte leben und er wollte das Leben genießen mit den Menschen, die um ihn herum lebten. Er entschied sich, die Familie zu verlassen und mit den Kanaanitern zusammenzuleben. Er hat einen guten Freund, zu dem zog er. Und bald schon nahm er sich eine kanaanitische Frau, etwas, was sein Vater, und er wusste das auch von seinem Großvater, von Isaac und auch von Abraham, all sie verboten hatten. Das war ihm egal. Mit dieser kanaanitischen Frau zeugte er 3 Söhne, Er, Onan und Schela. Währenddessen musste Josef sich erst einmal zurechtfinden. Fremde Sprache, seltsame Schrift. Aber er lernte schnell, dass es eine gute Strategie ist, einfach die Pflichten zu tun, die vor einem liegen, freundlich und nett zu sein. Und schon bald kam er sehr gut aus mit Potiphera. Judah dagegen entfernte sich immer weiter von dem Glauben, den er eigentlich gelernt hatte. Jakob hatte innerhalb kürzester Zeit 2 Söhne verloren. Einen unfreiwillig, der gezwungenermaßen abtransportiert wurde in ein Kerngebiet der Götzenanbeter nach Ägypten und dort trotzdem treu blieb. Der andere, der ganz freiwillig gegangen war, mitten hinein in die Arme der götzendienerischen Kanaaniter. Josef hatte Erfolg. Als kleiner Diener wurde er bald zu höheren Aufgaben berufen. Alles, was er anfasste, ging gut. Er hatte sozusagen nicht nur einen goldenen Daumen, er hatte goldene Finger. Und Potiphera merkte, dieser junge Mann hat echtes Talent. Er setzte ihn dann immer höhere Positionen und das Haus des Potiphera wurde immer mehr gesegnet. Und Josef begann, sich zu interessieren für die Geschichte und die Kultur des Landes, in dem er lebte. Er lernte die Sprache sprechen, er lernte Hieroglyphen lesen und schreiben. Gar kein so einfaches Unterfangen. Denn damals schrieb man manchmal von links und manchmal von rechts und manchmal von oben und manchmal von unten, je nachdem. Er lernte etwas über die Politik dieses Landes, denn sein Heer war ja ganz oben am Königshof aktiv. Er lernte, dass es ursprünglich 2 Länder gewesen waren. Das nördliche Unterägypten und das südliche Oberägypten. Und dass in grauer Vorzeit, irgendwann nach der Flut, jemand beide Länder vereint hätte. Seitdem trugen die Könige die Doppelkrone. Die weiße Krone Oberägyptens und die rote Krone Unterägyptens. Jeder König verstand sich als der Sohn des Sonnengottes Ra. Es gab viele andere Götter. Josef hielt von all denen nicht sehr viel. Er wusste ganz genau, dass weder Ra noch Maat, die Gerechtigkeit, diese Göttin zum Beispiel, oder all die anderen, irgendetwas für ihn tun konnten. Er weigerte sich, ihnen zu opfern und sie anzubeten. Und so lebte er sich immer mehr ein, hatte seinen Platz gefunden, seine Nische entdeckt und war froh und dankbar, dass Gott ihm doch ein vergleichsweise gutes Leben als Sklave ermöglicht hatte. Und dann war sie da, die Frau des Potiphera. Und sie hatte auch bemerkt, dass er da war. Und die Moral der Ägypter war nicht die Moral von Abraham und Isaac und Jakob. Sie wollte ihn unbedingt, diesen jungen, dynamischen, wunderschönen, muskulösen Ausländer. Und sie sagte es ihm ziemlich unverblümt: Lege dich zu mir. Immer dann, wenn sie alleine waren. Und die Welten, die Gott erschaffen hatte, schauten mit intensivem Interesse, würde dieser junge Mann ohne jegliche Kontrolle eines Elternhauses,
irgendwelcher religiöser Führer, die ihn anleiteten, was er zu tun und zu lassen. Würde er treu bleiben oder würde er sich sagen, naja, hier sieht mich niemand, was soll's? Seine Antwort erstaunte diese Frau, die sonst ganz andere Reaktionen gewohnt war. Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalte hätte. Ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Was für ein versteckter Vorwurf. Du bist seine Frau. Du hast einen Mann. Freu dich an ihm. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Wahrscheinlich hat diese Frau das überhaupt nicht begriffen, was er da wollte. Für sie gab es so viele verschiedene Götter und die hatten größtenteils dasselbe getan. Ehebruch betrieben, das war bei den Göttern Ägyptens ganz selbstverständlich. Was hat denn der Gott dieses Josef gegen ein bisschen Spaß am Nachmittag? Sie gab nicht auf. Sie kannte die Männer und sie wusste, dass in aller Regel gute Vorsätze mit ein bisschen Zeit und ein bisschen Nachdruck dahinschwinden. Aber diesem jungen Mann war es anders. Und irgendwann wusste sie sich nicht anders zu helfen, als ein bisschen Gewalt anzuwenden. Sie griff ihn am Arm und wollte sich förmlich ihm an die Brust werfen. Jetzt, so meinte sie, wird er bestimmt nicht widerstehen können. Er riss sich los, hat sie vermutlich sogar ganz unsanft zurückgedrängt, ließ sogar sein Gewand zurück, das sie festhielt, und rannte weg. Jetzt musste sie die entstandene Situation erklären und ihr fiel ganz schnell etwas ein. Er wollte mich vergewaltigen. Sie schrie und sorgte dafür, dass Josef in Misskredit kam. Als Potipharah von der ganzen Sache hörte, und er kannte seine Frau schon ein bisschen, da hat er wahrscheinlich geahnt, dass Josef so etwas nicht tun würde. Aber er konnte nicht ernsthaft einem ausländischen Sklaven mehr glauben als seiner Frau. Und so steckte ihn in das königliche Gefängnis. Und Josef verstand die Welt nicht mehr. Er hatte alles getan, was richtig war. Er hatte für seinen Potipharah gehandelt und der bestrafte ihn jetzt mit Fesseln. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam in ein Eisen. Aber Josef entschied sich auch in dieser Zwangslage freundlich und nett und prinzipientreu zu sein. Und das kam sogar im Staatsgefängnis von Kemet, von Ägypten an. Der Aufseher merkte bald, dass dieser Gefangene anders war. Er fluchte nicht ständig, er schmiss nicht mit Gegenständen um sich und er trat auch nicht die Wächter, sondern er fragte nach ihrem Wohlergehen und ob sie gut geschlafen hätten. Und man merkte bald, dass man ihn sogar von den Fesseln losen könnte, ohne dass er die nächste Tür nutzte, um wegzulaufen. Man konnte sich auf ihn verlassen. Er wurde eingesetzt als in die administrative Ebene des Gefängnisses. Er war zwar noch ein Gefangener, diente aber den anderen und hatte so das beste Leben, das man im Gefängnis haben konnte. Eines Tages, ein Jahr nachdem er ins Gefängnis kam, im Jahre 2287, da wurden zwei neue Gefangene mit großem Staatsaufwand in das Gefängnis gebracht. Der königliche Bäcker und der königliche Mundschenk. Beides zwei hohe Positionen, denn was der König aß, hatte mit seiner Gesundheit zu tun. Und nicht ein König ist schon durch Vergiftung umgebracht worden. Die beiden waren natürlich entsetzt, dass sie im Gefängnis gelandet waren. Und Josef fing auch mit ihnen eine Freundschaft an. Eines Tages erzählten sie ihm, dass sie beide in derselben Nacht einen Traum gehabt haben. Der Mundschenk
hatte geträumt von einem Weinstock mit 3 Reben. Und im Traum war zu dem Weinstock gegangen und hatte die Trauben genommen, die Reben genommen, hatte sie ausgepresst und dem König gegeben. Auch der Bäcker hatte geträumt. Er hatte geträumt, wie er mit 3 Körben voll Brot sich unterwegs auf dem Weg war zum König und wie Vögel aus dem obersten Korb Brot geschnappt hatten. Und sie fragten jetzt verzweifelt, was bedeutet das? Und Josef erklärt ihnen den Traum. Und als er fertig war mit der Erklärung, da lächelte der Mundschenk. Aber dem Bäcker blieb fast das Herz stehen. Kurze Zeit später zeigte sich warum. Der König hatte Geburtstag. Großes Fest wurde gefeiert. In Unter- und Oberägypten waren überall die Tempel geschmückt, die Paläste waren in Freudenstimmung und anlässlich des Tages entschied sich der König, einige wichtige Urteile zu fällen. Der Mundschenk wurde tatsächlich begnadigt, so wie Josef das vorhergesagt hatte. Dem Bäcker hatte Josef allerdings ein Todesurteil vorhergesagt. Und wie das vollstreckt wurde, sieht man an der offiziellen ägyptischen Hieroglyphe für Todesurteil, wenn man sich das rechte Zeichen anschaut. Und als der Mundschenk abgeholt wurde mit Freuden, während der Bäcker abtransportiert wurde zu seiner Exekution, da rief ihm Josef noch nach, wenn du wieder vor dem Pharao stehst, denk an mich, leg ein gutes Wort für mich ein. Vielleicht, na nicht, nächstes Jahr hat er wahrscheinlich wieder Geburtstag. Vielleicht wird dann wieder jemand begnadigt. Mache ich, natürlich. Gesagt, nicht getan. Und so blieb Josef im Gefängnis. Er hatte immer gehofft, dass bald würden bestimmt die Leute kommen, die ihn abholen, denn der Mundschenk würde doch ganz bestimmt für ihn eintreten, oder? Der hat ihn einfach vergessen. Und so saß er weiter im Gefängnis. Und so langsam stellte sich die Frage, ob er sein Leben im Gefängnis beenden würde. Zu jener Zeit starb sein Großvater Jitzrak schon seit vielen Jahrzehnten blind, dort in Kanaan. Er hatte noch mitgehört, wie 2 Söhne die Familie verlassen hatten, wie einer gestorben war, angeblich, und einer die Familie verlassen hatte. Und er wurde begraben in der Höhle Machpela, wo sein Vater Abraham und seine Mutter Sarai schon lagen, das Feld, das einzige Besitztum, was sie hatten, das Abraham für gutes Geld gekauft hatte. Noch ein Jahr später, im Jahre 2289, hatte der König von Kemet 2 Träume. Zunächst träumte er von etwas, was ihm sehr vertraut war. Er träumte vom Nil. Und er sah, wie Kühe aus dem Nil stiegen. 7 dicke, fette Kühe. Aber dann kamen 7, die sahen sehr mager und hässlich aus. Und zu seiner absoluten Erstaunung fraßen die 7 Mageren die 7 Fetten. Und das konnte er sich nun gar nicht erklären. Zumal sie dann auch noch mager blieben. Er drehte sich auf die Seite und dachte sich, was für komische Träume. Und versuchte nochmal einzuschlafen, bekam einen 2. Traum und diesmal träumte er von Getreidefeldern. Auch das nichts Ungewöhnliches für Ägypten. Aber er träumte von 7 schönen, vollen Ähren, dann von 7 versenkten Ähren, die von diesem gefürchteten Ostwind, der von der Wüste jenseits des Roten Meeres die Hitze brachte. Von 7 versenkten Ähren
die diese vollen Ehren fraßen. Und er war völlig entsetzt. Was sind das für merkwürdige Träume? Was will mir Ra sagen? Hat Maat zu mir gesprochen oder war es Osiris? Er rief all die Priester, die im Lande verfügbar waren, und erzählte ihnen die Träume und fragte sie, was die Götter denn so vorhätten. Aber niemand von ihnen hatte irgendeinen blassen Schimmer, was das bedeuten könnte. Und als der Mundschenk schon mit dem Wein da stand und immer noch wartete, dass er endlich gerufen wird, damit jetzt das Fest beginnen könnte, da erinnerte er sich, dass er auch mal Träume gehabt hatte, die richtig gedeutet worden waren. Und erinnerte sich, dass er niemals davon erzählt hatte, erinnerte sich an diesen kananitischen Sklaven im Gefängnis. Und mit etwas unterdrückter Stimme erzählte er dem König, ich wollte dir immer schon erzählen, ich bin bisher nie so wirklich dazu gekommen. Irgendwie war nie die Gelegenheit, aber ich denke, jetzt ist die Gelegenheit. Du solltest wissen, in deinem königlichen Gefängnis sitzt jemand, der kann Träume deuten. Und das war ziemlich präzise, was er gedeutet hat. Du erinnerst dich damals, als ich im Gefängnis war und du mich befreit hast? Der König war interessiert. Eigentlich hat es ihn ein bisschen gewurmt, dass in ganz Ägypten kein Priester dazu in der Lage ist und ein Sklave im Gefängnis, der zudem von diesen verruchten, verhassten Kananitern kommt, dass der ihm jetzt die Antwort geben sollte. Aber die Neugier war größer als der Stolz. Und so ließ man ihn rufen. Natürlich konnte er nicht gleich sofort kommen. Man musste ihn erstmal frisieren, rasieren. Man musste ihn neu einkleiden, damit man überhaupt vor den König kommen konnte. Und der stellte ihm dann die Frage, was bedeutet das? Kannst du mir die Träume deuten? Und Josef blieb ganz innerlich ruhig und sagte, weißt du, ich werde es nicht können, aber Gott wird dir verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Der Pharao erzählte ihm von den Kühen, von denen er geträumt hat, und von den Ehren. Und Josef überlegte nicht lange und sagte zu ihm, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Ich kenne den wahren Gott. Du betest zu Ra und zu Osiris und zu Maat und keiner von denen weiß irgendwas. Aber ich kenne Gott und der Gott, den ich kenne, der kennt auch dich. Und er möchte, dass es dir gut geht. Deswegen hat er dir offenbart, was kommen wird. Jetzt hör genau zu. Siehe, es kommen 7 Jahre. Da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. Und die Hungersnot wird das Land aufzehren. Dass aber der Pharao den Traum 2-mal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Hör mir genau zu, Pharao, ich bin nur ein Sklave, du kannst mit mir machen, was du willst. Mein Leben ist wie nichts in deinen Augen, aber ich sage dir, dein Land ist in Gefahr. Gott hat den Traum 2-mal gegeben, es ist eindeutig, es wird so kommen. Der Pharao war erstaunt. Er schaute sich die Priester von On an. Er schaute zu den Priestern der Selket. Die schauten alle betreten zu Boden. Nicht nur hatte er gewusst, was der Traum zu bedeuten hat. Er gab sogar konkrete Vorschläge, was getan werden sollte. Nämlich, man sollte in den 7 guten Jahren etwas zurücklegen. Man sollte nicht alles verschwenden, sondern gut haushalten, um in den 7 Dürrejahren überleben zu können. Der Pharao, der sich mehr für Politik als für Religion interessierte, der war beeindruckt. Mag dieser Sklave einen seltsamen Gott haben, von dem es keine Bilder gibt, aber er weiß zumindest, wie man ein Land gut führen kann. Und so fasste er einen kühnen Entschluss, einen Entschluss, bei dem viele seiner Hofbeamten beinahe rückwärts vom Stuhl gefallen sind. Er erhob diesen
ausländischen Sklaven, der bis vor kurzem wegen vermeintlicher Vergewaltigung einer Frau eines Beamten im Gefängnis saß. Er erhob ihn in den obersten Dienst, den es gab. Und es gab viele Ämter und viele Positionen in diesem Riesenreich. Aber Josef bekam das höchste Amt, das es unter dem Pharao, dem König, gab. Er wurde Tiati, der oberste Beamte im Staat. Rechts sehen wir die offiziellen Hieroglyphen dieses Amtes. Tiati. Sowas wie der Regierungschef. Man änderte auch seinen Namen in Zaphnat-Paneach, was vermutlich übersetzt heißt Erhalter des Lebens. Manche übersetzen es als Retter der Welt. Denn so klug waren die Ägypter schon, dass wenn es Ägypten schlecht gehen wird, dann wird es der ganzen Welt schlecht gehen. Und wenn wir überleben, dann werden wir auch für die ganze Welt das Überleben sichern müssen. Innerhalb von einem Tag war Josef von einem verhätselten Jüngling zu einem Sklaven geworden. Innerhalb von einem Tag ist aus einem Gefängnisinsassen der Tiati von Kemet geworden, der oberste Beamte Ägyptens. Gott hatte seine Finger im Spiel. In dieser Position musste er standesgemäß heiraten. Und da fiel die Wahl auf die Tochter des Priesters von On. On war die Priesterstadt, dort, wo der Sonnengott angebetet wurde, dort, wo die riesigen Obelisken in den Himmel ragten. Und jetzt ritt derselbe Josef, der vorher im Gefängnis saß, durch das Land an den Pyramiden vorbei, den die Vorfahren der Könige errichtet hatten. Jetzt riefen die Herolde schon hunderte Meter vor seinem Erscheinen zu dem Volk und ganz Ägypten beugte sich in den Staub. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über alle seine Güter, Unter- und Oberägypten. Vom Mittelmeer bis nach Nubien kannte jeder den Namen Josef. Zaphnat-Paneach, der Tiati von Kemet. Dass er seine Fürsten unterwiese nach seinem Willen und seine Ältesten Weisheit lehrte, plötzlich mussten all die Wissenschaftler und die Politiker, ja sogar die Priester Ägyptens, zuhören, was Josef ihnen erzählte. Und der hatte gut zugehört, als er als Junge seinem Vater Jakob zulauschte, als der die Geschichten erzählte aus der Vergangenheit. Von dem Schöpfergott und seiner Liebe und seinem Gesetz und den Geschichten der Alten. 7 fette Jahre kamen. Jahr für Jahr überspülte der Nil, kommend aus den Höhen Äthiopiens und Nubiens, das gesamte Land, und der fruchtbare Schlamm machte riesige Ernten möglich. Doch statt alles eingehen zu lassen, sorgte Josef mit wirklich brillanter Strategie dafür, dass alle Ernte sorgfältig rationiert wurde, aufbewahrt wurde, rationiert wurde. Dort im Land Ägypten bekam seine Frau dann einen Sohn. Er nannte ihn Menasche, der vergessen lässt. Denn er hatte das Gefühl, dass Gott all das so geführt hatte, damit er endgültig aus seinem Kopf die Bilder bekommt. Die Bilder von seinem Bruder Juda, der ihn mit höhnischem Lächeln verkauft. Die Bilder von seinem Vater, von den Zelten seines Vaters, die er nie wieder sehen würde. Gott hatte sich seiner angenommen und Gott würde einfach den Mantel des Vergessens über die Vergangenheit legen. Er war froh darüber, dass Gott alles so geführt hatte. Jahre später bekam er einen zweiten Sohn. Er nannte ihn Ephraim. Doppelte, zweifache Fruchtbarkeit. Juda hatte all die Zeit derweil in Kanaan gelebt. Seine Söhne waren mittlerweile groß geworden. Sein ältester,
er hatte bereits eine Frau genommen, die hieß Tamar. Aber er war noch böser, noch ein schlechterer Mensch als Juda. Und er starb als junger Mann. Nun war es damals Sitte, dass Frauen, die keinen Mann hatten, keinerlei Unterstützung hatten. Und für das Überleben einer Frau war es notwendig, dass sie entweder einen Vater oder Kinder, Söhne, am liebsten einen Mann hatte, der für sie sorgt. Und so war es die Sitte, dass wenn ein Mann stirbt in frühem Alter, dass sein Bruder der Witwe einen Sohn zeugt, damit sie jemand hat, der sie in hohem Alter versorgen könnte. Das war sogar bei den Kanaanitern Brauch und auch in der ganzen Welt. Und Juda wusste von dem Brauch, er wusste, dass das jetzt gefordert war. Und so gab er seinem zweiten Sohn Onan die Aufgabe, pass auf, du musst der Tamar einen Sohn zeugen, damit sie später einmal all die Jahrzehnte ihres Lebens versorgt wird. Geh also zu ihr ein und zeuge einen Sohn für sie. Onan freute sich, so aufgefordert zu werden, mit einer Frau schlafen zu dürfen. Aber er hatte nicht so viel Lust, einen Sohn zu zeugen, für den er vielleicht sogar dann noch Verantwortung tragen müsste. Er sah das mehr von der Spaßseite, von der Lustseite. Ihn interessierte nicht, was die Tamar davon hatte. Ihn interessierte nur, wie es ihm ging. Und so schlief er mit ihr und ließ den Samen auf den Boden fallen. Und Gott strafte ihn dafür. Er starb. Und jetzt war Juda ein bisschen verzweifelt. Zwei Söhne innerhalb kürzester Zeit. Er wusste, er hat noch einen Sohn, Schela. Der war noch ein bisschen jung, er hätte schon vom Alter her gepasst. Aber er ahnte, wenn Schela genauso ist wie Onan, dann verliere ich jetzt auch noch meinen dritten Sohn. Dann soll doch die Tamar sehen, wo sie bleibt. Soll sie doch für sich selbst sorgen. Und so sagte er, weißt du, der Schäler ist noch zu jung, später mal. Später kann er vielleicht dir einen Sohn zeugen. Jetzt geh und hau ab. Tamar war verzweifelt. Was sollte sie tun? Jahrelang hat sie gewartet. Und irgendwann merkte sie, der Schäler wird größer, aber Juda macht keine Anstalten dafür zu sorgen, dass sie einen Sohn bekommt, der ihr Versorgung garantieren könnte. Und dann fasste sie einen verzweifelten Plan. Als sie hörte, dass Juda eines Tages zu einem bestimmten Fest ging und sie von dem Charakter seiner Söhne auf seinen Charakter schloss, ahnte sie, dass sie vielleicht auf Umwegen doch noch zu ihrem Sohn kommen könnte. Sie verkleidete sich als Prostituierte, als Tempelprostituierte, etwas, was es dort gab, was Teil der Religion war. Man glaubte, Teil der Anbetung sei es, mit Prostituierten zu schlafen. Und sie setzte sich an den Weg und als Juda vorbeikam, verschleiert wie sie war, unerkannt, bot sie ihre Dienste an. Juda schaute rechts, Juda schaute links. Juda hatte nicht das Rückgrat von Josef. Juda willigte ein. Und als Preis hatte man eine Ziege vereinbart. Aber als Anzahlung gab er seinen Ring und starb. Einige Wochen später wollte er die Ziege vorbeibringen. Er sandte jemanden, um die Ziege als Preis abzugeben, aber die Tempelprostituierte war nicht zu finden. Nirgendwo ist sie gewesen. Und die Stadtbewohner hatten auch noch nie von dieser Tempelprostituierten gehört. Die ist da nie gewesen. Aber Juda wusste, dass sie da war. Er wusste es nur zu genau. Naja,
Ihm war die Sache dann doch ziemlich peinlich. Und er entschied sich, das Zicklein für sich zu behalten und zu hoffen, dass Gras über die Sache wächst. Ein paar Monate später hörte er es tuscheln. Hinter seinem Rücken tuschelten Nachbarn. Und er fragte sie, was tuschelt ihr über mich? Und sie sagten, wusstest du nicht? Hast du nicht gehört, dass deine Schwiegertochter Tamar Hurerei begangen hat? Sie ist schwanger geworden und man sagt, sie habe Hurerei begangen. Judah war außer sich. In solchen Fällen gab es klare Regeln in seinem Kopf. Eine Hure gibt es in unserer Familie nicht. So etwas muss mit Feuer bestraft werden. Führt sie hinaus und verbrennt sie. Das waren seine Worte. Das Feuer brannte schon. Und man führte Tamar gebunden vor. Als sie zwei Beweisstücke hervorzog, einen Stab und einen Ring. Und jetzt wurde es dem Judah sehr heiß. Er realisierte, er hatte seine eigene Schwiegertochter geschwängert. Und er hätte ihr längst den Schäler geben sollen. Und mit schamrotem Gesicht vor den Kanaanitern, die trotz aller moralischer Finsternis sofort begriffen, dass er der Übeltäter war und sie aus Verzweiflung gehandelt hatte, sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Schäler nicht gegeben. Was für eine Demütigung für den stolzen Urenkel Abrahams, einzugestehen, dass eine kanaanitische Frau, die sich als Prostituierte betätigt hat, gerechter ist als er. In seinem moralischen Selbstwert war er ganz unten aufgeschlagen. Interessanterweise wurden es Zwillinge. Und als der Erste seine Hand durchstreckte, da nahm er den roten Faden und band ihn um. Aber dann zog der mit dem roten Faden die Hand wieder zurück. Und der andere boxte sich durch. Und das endete nicht gut für den Unterleib der Tamar. Man nannte den dann tatsächlich Erstgeborenen Feres, Riss, Peretz, den anderen Serach. Die 7 guten Jahre waren vorbei. Und die Hungersnot begann zu wirken, nicht nur in Kemet in Ägypten, auch in Kanaan und auch dort, wo Jakob und die insgesamt 10 verbliebenen Brüder inklusive des allerkleinsten Benjamin zurückgeblieben waren. Im Jahre 2297 war die Hitze so enorm geworden, die Dürre so unerträglich, dass sie sich entschlossen, wir müssen etwas unternehmen. Die Kanaaniter können uns nichts mehr bieten. Wenn überhaupt noch, dann wird es wahrscheinlich in Kemet, dort, in den großen Städten, da wird es wahrscheinlich noch Getreide geben. Immer wieder hören wir von Karawanen, die sagen, dort gibt es noch zu essen. Und Jakob beauftragte seine Söhne, geht dorthin und kauft uns etwas. So schickt er sie los. 9, den allerkleinsten, den Benjamin, den ließ er zurück. Der einzige Sohn, der noch geblieben war von seiner Lieblingsfrau Rahel. Und so zogen sie voller Erwartung in das sagenumwobene Land, von dem die Beduinen immer berichtet hatten. Sie zogen nach Kemet. Und als sie dann schlussendlich in das Land kamen, stellten sie sich in einer großen Reihe an. Sie sahen, wie vor ihnen jeder Einzelne sich niederbeugte vor dem
Tjati des Landes, der, der über die gesamte Versorgung des Landes gesetzt war. Und als sie an der Reihe waren, dachten sie, es wäre ja nicht verkehrt, das zu tun, was alle vor uns auch getan haben. Und sie verbeugten sich. Aber der, der dort oben auf den Stufen stand, in seiner großen ägyptischen Festkleidung, seiner Amtskleidung, der sonst relativ nüchtern die Leute beobachtet hatte, die Kanaaniter, die Amoriter, die Hethiter, die Libyer, die Nubier, dem stockte plötzlich der Atem. Er schaute, ohne dass man es merkte, ein bisschen genauer hin, konnte ihre Gesichtszüge nicht gleich erkennen, weil die beugten sich ja auf den Erdboden. Aber an ihren Körperformen, an dem, was er so auf den ersten Blick gesehen hatte, realisierte er, dass es Gesichtszüge sind, die trotz all der Jahre sich nicht so sehr verändert hatten, dass er sie vielleicht nicht mehr erkennen könnte. Er wusste sofort, das ist Ruben, Levi, Simeon, Judah, der mich verkauft hat, Gad, Asser, Naphtali. Und als sie so beugten, da war es, als ob sie sich vor seinen Augen in Garben verwandelten. Gott hatte recht gehabt. Er hat es ja zweimal geträumt. Und so sicher, wie die Hungersnot gekommen war, so sicher, wie die fetten Jahre gekommen waren, so sicher waren seine Brüder gekommen, um sich vor ihm zu verbeugen. Was würde denn jetzt noch geschehen? Überlegte, was er tun sollte. Eins wusste er, es sind seine Brüder, aber er wusste nicht, wie sind sie? Sind sie immer noch so wie vor all den Jahren? Oder haben sie sich vielleicht doch geändert? Hat mein Vater Jakob doch etwas erreicht, ihre Herzen zu Gott zu wenden? Er entschloss sich, sie zu testen. Er wollte wissen, wie sie zu ihm stehen würden. Und so fragte sie, wer seid ihr? Und er musste sich anstrengen, weiter Ägyptisch zu sprechen. Und hat sich wahrscheinlich das eine oder andere Mal geärgert, als sein offizieller Übersetzer nicht ganz so perfekt Hebräisch übersetzte. Aber offiziell sprach er kein Hebräisch, er sprach Ägyptisch. Und er fragte sie, wer sie sind, wo sie herkommen. Als sie davon erzählten, dass sie Fremde sind im Land Kanaan, dass sie einen Vater haben, der dort mit ihnen lebt und dass nur ein Bruder zurückgeblieben ist, da hörte er immer genauer zu. Und er hinterfragte sie, er übte Druck aus. Er sagte, ja, das erzählen alle. Die meisten, die herkommen, sind in Wirklichkeit Spione. Unser Land hat eine Herausforderung. Vielleicht seid ihr Spione, die nur testen wollen, wo wir am besten militärisch anzugreifen sind. Sie versicherten ihm, nein. Aber er ließ nicht locker. Er sagte ihnen, ich glaube euch nicht. Wenn es wirklich wahr ist, was ihr gesagt habt, dann müsst ihr das nächste Mal, wenn ihr kommt, den angeblichen kleinen Bruder, den ihr habt, mit dem ihr gerade Sympathie gewinnen wolltet, den müsst ihr mir dann auch zeigen. Sonst glaube ich euch nicht. Und wenn ihr nicht mitbringt, werdet ihr das nächste Mal wie Spione behandelt. Und bei dem Gedanken schluckten alle neun. Und um ihn zu demonstrieren, dass er es wirklich ernst meint und dass der Tjati von Kemet keine leeren Worte gibt, sagte er, dass einer von ihnen da bleiben müsse, als Gefangener, um auch sicherzustellen, dass sie wirklich wiederkommen. Und als alle neun ihn mit großen Augen anschauten, und überlegte, wen soll ich nehmen? Da nahm er einen der gewalttätigsten, Simeon. Die neuen Brüder zitterten und hatten Angst. Und immer wieder beschuldigen sich gegenseitig,
Du wolltest ihn umbringen. Nein, du wolltest ihn. Du, Levi, du bist schuld. Nein, nein, nein. Judas schuld. Judas, er wollte ihn verkaufen. Immer wieder drang diese Szene von der Zisterne in ihren Kopf. Und weil sie laut auf Hebräisch riefen, hörte das Josef. Er brauchte keinen Übersetzer für die Anklagen der Brüder untereinander. Und er ließ sich schnell entschuldigen. Niemand ahnte, was war. Vermutlich hatte er eine wichtige Angelegenheit. Aber die wichtige Angelegenheit, die er hatte, währenddessen er in den Tempel hineinlief, waren seine Tränen, die aus seinen Augen rannen. Und hinter einer Säule weinte er. Er ließ ihn Getreide aushändigen und ordnete an, dass alles Geld, das sie bezahlt hatten, ihnen wieder in den Sack zurückgegeben wurde. Die ägyptischen Beamten waren natürlich etwas irritiert, weil so machte man das sonst nicht. Das Geld war nun auch nicht gerade im Überfluss vorhanden. Aber wenn der Tjati von Kemet spricht, dann macht man es. Und so wurden in diese Säcke das Geld wieder zurückgetan. Die 9, die jetzt nur noch 8 waren, machten auf dem Weg nach Kanaan, als sie übernachteten in einer Herberge und ein bisschen von dem gekauften Korn nehmen wollten, um sich ein bisschen eine Mahlzeit zu machen, diese erschreckende Entdeckung, dass all das Geld, das sie sauer erspart hatten und den Ägyptern gegeben hatten, in ihren Säcken ist. Die werden denken, wir haben sie bestohlen. Die werden denken, wir sind Betrüger. Keiner von ihnen kam auf die Idee, zurückzugehen. Zu sehr Angst hatten sie. Stattdessen machten sie, dass sie ganz besonders schnell aus der Reichweite militärischer Spähtruppen des Pharaos sein könnten und gelangten nach Kanaan und erzählten aufgeregt ihrem Vater: Stell dir vor, wir standen vor dem, der unter dem König steht. Und stell dir vor, der wollte alles genau wissen von unserer Familie. Und stell dir vor, er hat gedacht, wir sind kanadische Späher. Stell dir vor, er hat gedacht, wir sind Spione. Er hat kein Vertrauen zu uns. Und wir haben ein bisschen zu viel erzählt. Wir haben uns verplappert. Wir haben gesagt, wir haben noch einen kleinen Bruder. Und jetzt will der unbedingt den Benjamin sehen. Was will er? Meinen Benjamin sehen? Josef ist tot. Judah hat uns verlassen eine lange Zeit. Simeon ist jetzt gefangen. Und ihr wollt mir noch den Benjamin nehmen? Jakob entschied sich. Benjamin verlässt mein Zelt nicht. Ruben, der Älteste, versuchte die Sache zu lösen. Er sagte: Schau mal, ich bin der Erstgeborene, du kannst mir vertrauen. Ich verspreche dir, wenn wir Benjamin mitnehmen und er nicht heil zurückkommt, dann darfst du als Ausgleich meine beiden Söhne töten. Wie findest du das? Wie bitte? Geh, Ruben. Die Stimmung war gedrückt, monatelang. Vielleicht haben sie um Regen gebetet. Vielleicht haben sie gebetet: Herr, wir sind doch die Verheißene, wir sind doch die Familie des Segens, wir sind doch die, die einmal den kommenden Erlöser haben sollen. Lass es doch wenigstens auf unser kleines Feld hier irgendwo regnen. Der Boden wurde immer trockener, brach auf. Ein Tier nach dem anderen lag verendet da. Und die Brüder schauten sich an und sie wussten genau: Wir halten das nicht länger aus. Noch ein paar Monate und nicht nur das Vieh liegt so hier, sondern wir alle. Wir müssen zurück nach Ägypten. Und übrigens, unser Bruder wartet, dass wir ihn holen. Der Simeon. Mit zerknirschter Miene kamen sie nochmal zu Jakob und sagten: Vater,
Ich weiß, es bricht dein Herz, aber du kannst doch nicht Simeon opfern, nur für Benjamin. Du kannst doch nicht, nur weil Benjamin bei dir bleiben soll, uns alle aufs Spiel setzen. Wenn du nicht handelst, dann werden nicht nur wir sterben, sondern auch du und übrigens Benjamin auch. Und dann trat Judah vor, der vor nicht allzu langer Zeit zurückgekehrt war. Beschämt. Derselbe Judah, der jahrelang in der Fremde in Kanaan gelebt hatte und von Jakob und seinen Verheißungen nichts wissen wollte und der tief gebeugt zurückgekehrt war. Er sagte: Vater, ich will für ihn bürgen. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Und als dieser Judah das sagte, da willigte Jakob ein. Und um den Tjati möglichst günstig zu stimmen, suchte man alles das, was es irgendwie noch an guten Dingen gab. Ein bisschen Pistazien, ein bisschen Honig, ein bisschen dies und jenes. Lud es auf die Esel und ab im Galopp. So sehr die hungernden und dürstenden Esel noch galoppieren konnten nach Ägypten. Und Jakob blieb jetzt ganz ohne Söhne zurück. Und als sie so in die Ferne zogen, rief er ihnen nach: Und Gott der Allmächtige gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitgibt und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Jahrzehntelang hat er die Erfahrung gemacht, dass Gott es nur gut meint. Auch dann, wenn man es nicht versteht. Erinnerte sich vielleicht an das, was er von seinem Vater erzählt bekommen hatte, als sein Vater Isaac mit 20 Jahren sich hatte freiwillig binden lassen, um geopfert zu werden. In einer Situation, als es so aussah, als ob der Abraham seines Kindes beraubt würde. Gott hatte eingegriffen. Würde Gott nicht auch diesmal eingreifen können? Es war das Jahr 2299. Die kleine Eselkarawane traf wieder in Kemet, in Ägypten ein. Und sie waren erstaunt, wie gut ihre Esel versorgt worden sind. Sie gaben schnell ihre Geschenke ab und versicherten, dass sie wohlmeinend waren. Aber ehe kaum sie sich versahen, wurden sie bereits von informierten Bediensteten in einen großen Festsaal gebeten. Und dort wurde aufgetafelt, was das Weltreich Ägypten in einer Hungersnot gerade noch so erübrigen konnte. Und so etwas hatten sie die letzten 2 Jahre nicht mehr gesehen, wenn überhaupt jemals in ihrem Leben. Und als sie so an dem Tisch saßen, fiel es ihm vor lauter Begeisterung vor den Speisen erst auf den zweiten Blick auf, dass sie aus irgendeinem Zufall alle in der richtigen Reihenfolge saßen. Merkwürdig. Und zu ihrer äußersten Erstaunen speiste der Tjati von Ägypten mit ihnen. Das letzte Mal, da waren sie Sklaven, Späher, Spionen und jetzt wurden sie behandelt, als wären sie eine Delegation vom König Babylons oder von Aschur. Was war denn geschehen? Wieder bekamen sie ihr Getreide. Sie bekamen auch Simeon frei, der sich freute und nachfragte, was denn so lange gedauert hat, ihn zu befreien. Und sie nahmen natürlich auch Benjamin wieder mit. Alles bestens. Gott hatte das Problem gelöst. Sie freuten sich schon auf diese wunderbare Gebetserfahrung, die sie erzählen konnten. Und während sie so voller Freude sich auf den nächsten Tag vorbereiteten, gab der Tjati Josef den Befehl, dass sein eigener Becher, der Silberbecher, in den Getreidesack von Benjamin gelegt werden sollte.
Der nächste Tag kamen sie, zogen mit ihren Eseln weiter fröhlich und erzählten sich noch, wie gut ihnen das geschmeckt hatte. Nicht wahr, diese ägyptischen Enten, also wie die zubereitet sind, unglaublich. Selten eine so gute Bratensoße gegessen. Doch immer hatten sie diesen Geschmack im Mund. Das würde wahrscheinlich auch selbst dem Jakob gefallen, wenn sie es erzählen. Und plötzlich sahen sie am Horizont, sie hörten das Galoppieren von Pferden und sie sahen ägyptische Reiter. Vielleicht wollte der Tiati ihnen noch ein Geschenk bringen, nicht wahr? Aber schnell sahen sie, das waren Militärsoldaten und die waren äußerst ärgerlich dreinschauend. Als die ankamen, umzingelten sie mit ihren Pferden und sprachen sie als Verbrecher und Diebe an. Innerhalb weniger Stunden hatte sich plötzlich, in Minuten hatte sich plötzlich ihr gesamtes Weltbild wieder verändert. Was? Eben gerade waren wir Staatsgäste und jetzt sind wir Diebe? Ihnen wurde zur Last gelegt, den silbernen Becher des Tiati von Kemet geklaut zu haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, wie bitte? Wir wussten gar nicht, dass er einen silbernen Becher hat. Das werden wir sehen, antwortete der Führer der Delegation. Runter von den Eseln, Getreidesäcke aufmachen. Und der Erste macht seinen Getreidesack auf und das Geld ist drin. Das fängt ja gut an. Nächster aufmachen. Das Geld ist drin. Und dann kam sie zu Benjamin. Und der Soldat griff einmal richtig tief in den Sack hinein. Und ganz unten holte er den Becher heraus. Und jetzt bekamen sie weiche Knie. So weiche Knie hatten sie in ihrem Leben noch nicht gehabt. Warum ausgerechnet Benjamin? Für lange Diskussionen war gar keine Zeit. Für den Obersten dieser militärischen Einheit war die Sache klar. Beweisstück vorhanden, Verbrecher auch. Benjamin wurde mitgenommen. Sie hätten ihres Weges gehen können, aber daran dachte jetzt keiner. Sie alle begleiteten diese Gruppe und als sie am Gebäude des Tiati ankamen, als Benjamin gerade in das Haus gebracht werden sollte, vermutlich in irgend so einen Kerker. Denn was man mit so einem Staatsdieb machen würde, da hatten sie genügend Geschichten gehört von den Händlern, den Beduinen. Und einer von ihnen hatte ein pumpendes Herz und er sprang auf die Stufen. Es war Jehuda. Und er wusste, er hat nur diese eine Chance, ein zweites Mal wird ihm der oberste Beamte Ägyptens nicht zuhören. Und deswegen gab er alles, was er hatte, all seine Leidenschaft, alles, was an Aufrichtigkeit in seinem Herzen gefunden wurde, alles an Liebe für seinen Bruder Benjamin. Und er schrie fast mehr, als dass er sagte, bitte, mein Herr, lass dein Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn. Lass mich wenigstens erklären, um was es geht. Dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach, habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworten wir meinem Herrn, wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, dem in seinem Alter geboren wurde und dessen Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter. Und sein Vater hat ihn lieb. Du sprachst zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, damit ich ihn sehen kann. Da sprachen wir zu meinem Herrn, der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Du aber sprachst zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Als wir nun zu deinem Knecht, unserem Vater, kamen, da verkündeten wir ihm die Worte unseres Herrn. Und als unser Vater sprach, geht hin und kauft uns wieder etwas zu essen, da antworteten wir, wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann wollen wir hinabziehen, denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich musste mir sagen, gewiss ist er zerrissen worden. Und wie zerriss es das Herz in dem Moment,
des Tiati. Und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Wenn ihr nun diesen auch von mir nehmt und es stößt ihm ein Unglück zu, so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich hinunterbringen. Wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir an dessen Seele, doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, vollkommen ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbirgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich von meinem Vater die Schuld tragen, mein ganzes Leben lang. Und jetzt legt er alles auf eine Karte. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben anstatt des Knaben. Und Josef und der ganze Himmel, die hielten den Atem an. Derselbe Juda, der Josef als Sklave verkauft hat nach Ägypten, bietet sich jetzt an, Sklave zu sein anstelle dessen Bruder Benjamin. Josef kannte die Stimme. Obwohl es ein Bruchteil von Sekunden war, ging noch einmal durch seinen Kopf diese Stimme, als er unten damals in der Zisterne gelegen hatte und die Stimme von Juda gehört hatte. Schaut mal da, Ismaeliter, wir verkaufen ihn an die Beduinen als Sklave für 20 Silberlinge. Derselbe Juda, derselbe Mund, dieselbe Stimme. Fleht ihn an auf Knien mit Tränen in den Augen, lass mich Sklave sein anstelle von Benjamin. Der Knabe soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Wenn Benjamin schuld ist und wenn er ein Dieb ist, ich habe ihn so lieb, ich habe meinen Vater so lieb, dass ich anstelle des Schuldigen Sklave sein möchte. Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater treffe. Und Josef fand keine Ausrede. Ihm fiel keine Ausrede so schnell ein. Die Tränen schossen einfach in die Augen. Er konnte es nicht aufhalten. Das war sein Bruder, der ihn verkauft hatte. Er hatte sich um 180 Grad gedreht. Er war ein völlig neuer Mensch geworden. Und mit gebrochener Stimme, er wusste gar nicht, wie er es rausbringen soll, sagte er: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Jetzt waren die Brüder erstaunt. Josef, wir dachten, du sitzt irgendwo in einem Hinterdorf in Ägypten als ein Knecht und drischt das Getreide. Du bist der Theati von Kemet. Sie haben schnell realisiert, dass er über alle Maßnahmen der Welt verfügen konnte, sie für ihre Fehler zu bestrafen. Aber Josef dachte nicht an Strafe. Er dachte nicht an Vergeltung. Er dachte nicht an irgendwelche Bosheiten. Alles, was er gesehen hatte, war die verwandelnde Liebe Gottes in seinem Leben und im Leben seiner Brüder. Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern. Ihr wolltet mich verkaufen, aber Gott hat selbst eure Schandtat, eure Sünde, eure Bosheit benutzt, um euch zu retten. Um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und er offenbarte ihnen, dass auch mit Gebet die nächsten 5 Jahre
kein großer Regen zu erwarten sein. Es würde noch 5 Jahre Dürre geben. Das Beste für sie wäre, wenn sie alle zu ihm kommen würden, nach Kemet, nach Ägypten. Schnell wurde dem König höchstpersönlich berichtet. Stell dir vor, die Familie von Josef ist im Land. Und jetzt wurden sie überhäuft. Nicht nur mit guten ägyptischen Enten, sondern mit Geld und mit Schätzen. Denn die Ägypter wussten sehr wohl, was sie an Josef hatten. Ihre gesamte Zivilisation, das Erbe eines mehr als eines halben Jahrtausends hatte er gerettet, hatte er erhalten. Sie wussten, was sie ihm schuldig sind. Und so sandten sie die nun 11 vereinigten Brüder zurück nach Kanaan mit der Mission, den Jakob und alle dort gebliebenen Kinder und Frauen mitzunehmen und gemeinsam in Ägypten zu überleben. War das eine freudige Reise zurück. Und als sie dort in Beersheba aufkreuzten und dem Vater erzählten, was sie erlebt hatten, und dass Josef der Tjati von Kemet sei, da hat Jakob nicht mal reagiert. So unglaublich war das, er konnte das nicht ernst nehmen. Er hat gedacht, vielleicht haben sie einen Hitzestich bekommen. Eine Halluzination. Aber dann sah er die Schätze. Er sah die Güter. Und plötzlich, ganz plötzlich, wie ein warmer Sonnenstrahl ein kaltes Herz erwärmt, ging ihm es auf. Es könnte wahr sein. Gott hat Josef bewahrt. Er hat all die Jahrzehnte umsonst getrauert. Tausende von Tränen haben umsonst den Erdboden bewässert. Und er machte sich auf den Weg. Und Gott erschien ihm und sprach zu ihm: Jakob, Jakob. Und er sagte: Hier bin ich. Er wusste von seinem Vater, dass schon einmal Gott den Namen zweimal gerufen hatte. Damals, als sein Vater, 20-jährig, als Opfer dalag und das Messer über sich gesehen hatte und gerade sein Leben Gott in die Hände gegeben hatte, weil er dachte, es wäre die letzte Sekunde. Da hatte Gott vom Himmel Abraham, Abraham gerufen und der hatte gesagt: Hier bin ich. Und Gott sprach zu Jakob: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ja, dein Vater Isaak hat von mir die Botschaft bekommen, nicht nach Ägypten zu gehen. Aber für dich gilt, du darfst nach Ägypten gehen. Und dort wird aus den 12 Söhnen, die ich dir gegeben habe und die ich dir nicht genommen habe, aus diesen 12 Söhnen wird ein Volk entstehen. Es werden die Söhne Israels, die Söhne Israels sein. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Erinnere dich daran, was dein Vater dir erzählt hat von der alten Prophezeiung, die schon Abraham bekommen hat, dass es 400 Jahre dauern würde in einem fremden Land. Und dann würde das Land Kanaan erobert werden. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. So kamen sie nach Ägypten. Als Josef hörte, dass sie auf dem Weg waren, da ließ er all die Geschäfte sein, beauftragte die anderen Beamten, dass sie gerade die Kornverteilung übernehmen und er ritt auf einem Wagen seinem Vater entgegen und dort östlich des Nildeltas trafen sie sich, umarmten sich und weinten. Dort am östlichen Rand von Ägypten, dort im Territorium von Goshen, dort wäre eine gute Gelegenheit zu wohnen, denn dort gab es viel Grasland und Nomaden brauchen das. Die Ägypter hatten nicht viel übrig für Hirten. Zu sehr waren Hirten bei ihnen verknüpft mit den verhassten Kanaanitern und den Nomaden
aus dem Osten. In Wirklichkeit war ein Hirte die unterste, die allerunterste Gesellschaftsschicht in Ägypten. Dafür waren sie viel zu fein. Aber dort am Rande von Ägypten könnten sie gut wohnen. Und als der Pharao hörte, dass sie gekommen sind, wies er ihnen diese Gegend an. Sie war noch vergleichsweise fruchtbar. Dort konnte man gut überleben. Und es sollte ihnen an nichts fehlen, denn sie waren ja die Familie des Retters der Welt. Und Jakob trat mit seinen 130 Jahren vor den König von Kemet. Und als er gefragt wurde, wer er sei und was er so gemacht hat, sagte er, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinweg vom Angesicht des Pharao. Und sie lebten dort im Lande Goschen. Jahrelang ging diese Dürre noch weiter. Und Josef sorgte schließlich dafür, dass aller Grund und Boden aller Ägypter, mit Ausnahme seiner eigenen Familie in Goschen, in den königlichen Besitz des Pharao überging. Und dann im Jahre 2315 war die Zeit gekommen für Jakob, dass er merkte, es wird nicht mehr lange sein. Er rief seinen Sohn Josef zu sich und erzählte ihm einige der Dinge, die er in seinem Leben erlebt hatte, so als Vermächtnis. Er erinnerte sich an die Zeit, als Gott, der Allmächtige, ihm erschien mit dieser Himmelstreppe, als er ganz allein unterwegs war. Er erinnerte sich immer noch an jenen tragischen Moment, als seine geliebte Rahel dort auf dem Weg starb, kurz vor Ephrata. Von all den Dingen, die er in seinem Leben erlebt hatte, war das eines der eindrücklichsten Erlebnisse. Und dann rief er aus, dass ich dein Angesicht noch sehen darf. Darum hätte ich nicht zu bitten gewagt. Und nun siehe, hat mich Gott sogar deine Nachkommen sehen lassen. Er sagte ihm übrigens, ich habe dir noch was zu schenken. Ich habe mit eigener Waffengewalt von den Amoritern einen Bergrücken erobert. Den gebe ich dir. Und dann segnete er die beiden Söhne von Josef, Manasse und Ephraim, den Älteren und den Jüngeren. Und weil er schon fast blind war, glaubte Josef, er hätte sich ein bisschen vertan, als er seine Hände über Kreuz legte. Aber Jakob hatte sich nicht vertan. Wiederum segnete er den Jüngeren. Er selbst war der Jüngere gewesen. Isaac war der Jüngere gewesen. Gottes Heilsplan hat menschliche Regeln immer wieder außer Kraft gesetzt. Und dann rief er all die 12 Söhne zusammen. Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen werde. Jeder von ihnen sollte erleben oder sollte hören, was der Geist Gottes durch den Jakob ihnen an Zukunftsprophezeiung geben könnte. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs. Hört auf Israel, euren Vater. Ruhm! Du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben. Und der erstgeborene Ruben verzog die Miene. Er würde nicht als Erstgeborener behandelt werden. Denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager, die wir in der 5. Episode gesehen haben. Simeon und Levi, die 2. und der 3., sind Brüder, Waffen, der Gewalt in ihre Schwerter. Sie hatten ja damals die ganze Stadt Sichem ausgerottet. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung, denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Und dann kam Judah. Dieser außergewöhnliche Judah, der so tief gefallen war und dann solch eine bemerkenswerte Rede gehalten hat. Dich, Judah, werden deine Brüder preisen. Und das war ein Wortspiel, denn Judah heißt Lobpreis. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deiner Väter, deines Vaters beugen. Judah ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter. Und jetzt
ging es ihm ganz heißkalt dem Juda den Rücken runter. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, der Friedefürst, kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Juda verstand, er, der freiwillig bei den Kananitern gelebt hat, der die Familie verachtet hatte, er, der verlorene Sohn, er von allen 12, nicht einmal Benjamin, nicht einmal Josef, sondern er, Juda, würde der Vorvater des verheißenen Erlösers sein. Er bekam das geistliche Erbe. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel im Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Auch die anderen Brüder wurden kurz bedacht. Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der Schiffe. Er lehnt sich an Zidon an, dort, wo die Phönizier lebten. Issachar ist ein knarriger Esel, der zwischen den Hürden liegt. Und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein fronpflichtiger Knecht. Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Weg sein. Eine Otte auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. Wer nächste Woche Mittwoch da ist, wird sich hieran erinnern. Er rief aus, oh Herr, ich warte auf dein Heil. Den Gad drängt deine Schar, aber er drängt sie zurück von Asser. Fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Naphtali ist eine losgelassene Hirschkuh. Er kann schöne Worte machen. Und dann kam Josef. Den geistlichen Segen hatte ja Juda schon bekommen. Für Josef blieb nur noch der materielle, der doppelte Segen, das Erstgeburtsrecht im materiellen Sinne. Josef ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn, aber sein Bogen bleibt unerschütterlich von dem Vater seines Vaters. Und dann sagt er, die Segnung deines Vaters übertreffen die Segnung meiner Voreltern. Das heißt, die Segnung von Isaac und die Segnung von Abraham. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Und dann blieb nur noch Benjamin, der Allerjüngste. Was würde er wohl zu ihm sagen? Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Und als er im Sterben lag, da hat er eine Bitte. Er wandte sich an Josef und sagte, du hast Mittel genug, um das zu bewerkstelligen. Ich möchte nicht in Ägypten begraben werden. Bitte sorg dafür, dass ich in demselben Felsengrab begraben werde, wo mein Vater Isaac und mein Großvater Abraham liegen. Und Jakob starb. 147 ist er nur noch geworden. Und wie es Brauch war in Ägypten, mumifizierte man ihn. Und Josef organisierte ein Staatsbegräbnis der allerersten Klasse. Ein Teil der königlichen Armee zog aus mit Musik und mit Gefolge in einem langen Streifzug in die Berge Kanaans, um ihn dort nach einer langen Totenklage tatsächlich auf diesem Acker in der Höhle Machpela zu begraben. Das war so beeindruckend, dass sogar die Kananiter sagten, oh wow, die Ägypter müssen eine große, große Totenklage haben. Als Jakob tot war, kamen die Brüder noch einmal zu Josef und sagten, weißt du, wir möchten uns bei dir entschuldigen. Warum? Na, du weißt schon, weswegen. Ich habe euch doch vergeben. Ja, aber jetzt, wo unser Vater tot ist, jetzt wirst du wahrscheinlich doch noch. Josef weinte. Und er erklärte ihnen, was Vergebung bedeutet, dass er ihnen wirklich von ganzem Herzen vergeben hatte. Die Jahrzehnte verstrichen und die Quellen schweigen, was passiert ist. Aber im Jahre 2369 lag auch Josef nach langer, würdevoller Karriere in Staatsdiensten von Kemet im Sterben.
Und er sagte zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Wir sind jetzt in Ägypten, aber es wird nicht immer so bleiben. Gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Werdet ihr daran denken? Und Josef starb mit 110 Jahren. Und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Und als Mumie wartete er, schlief den Todesschlaf in Kemet, dem Land Ägypten. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, die Geschichte von Josef ist eine der beeindruckendsten der ganzen Weltengeschichte. In seinem Leben und den Umständen seines Dienstes erkennt man die Prinzipien, wie Gott ist. Der Retter der Welt. Aber es ist nicht nur die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern gehasst, verkauft wird, der unschuldig, obwohl er nichts verbrochen hat, leiden muss und dadurch zum Retter der ganzen Welt wird. Und dann sogar denen, die ihm Böses getan haben, vergibt. Es ist auch die Geschichte von Juda, der so tief gefallen war, der sich von allem distanziert hatte, was irgendwie mit Gott zu tun hatte, und der dann aufgrund seiner inneren Umkehr das Herz von Josef zum Zerreißen gebracht hat. Die Geschichte lehrt uns, es ist möglich für jeden, egal wie weit wir uns von Gottes Ideal entfernt haben, umzukehren. Und egal wie dürr unser Leben ist, egal wie lange wir um vermeintliche Verluste getrauert haben, so wie damals hat Gott erstaunliche, ja wundersame Rettung für uns. Und jeden Abend wollen wir so eine Lektion mitnehmen. Letzten Abend haben wir darüber gesprochen, dass unsere Entscheidungen weitgehende Konsequenzen haben. Und wir uns im Klaren sein müssen, dass auch unsere Entscheidungen, die wir fällen, unser Leben prägen und das Leben unserer Mitmenschen. Und heute Abend möchte ich, dass wir alle gemeinsam, die wir hier sind und zuschauen, mit diesen Gedanken nachdenken, was es bedeutet, im Leben umzukehren, was es bedeutet, Gnade zu erleben, was es bedeutet, wenn einem vergeben wird, wenn man so viel Schlechtes getan hat. Diese Idee eines Retters, der leidet, um anderen Gutes zu tun. Genau das ist das Herz Gottes seit aller Ewigkeit. Das zeigt sich in besonderer Schönheit im Leben des Josef in dieser Episode der Weltengeschichte. Lassen Sie uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen Abend und für die Gelegenheit, aus Geschichten zu lernen, die das Leben buchstäblich geschrieben hat. Und die aufgeschrieben worden sind, nicht zu unserer Unterhaltung, sondern dass wir uns darin wiedererkennen, in den einzelnen Charakteren, in den einzelnen Situationen, dass wir sehen, welche Prinzipien im Spiel sind, am Werk sind, in unserem Leben, im Leben dieser Welt. Und wir möchten dir danken, dass wir sehen können, dass es Gnade gibt, dass du unser Leben in den Händen hältst und dass auch manchmal es über Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte vielleicht so aussieht, als ob unser Leben nicht so verläuft, wie es sein sollte. Wissen wir doch, dass, und haben heute gesehen, wenn wir unser Leben in deine Hand legen, dann machst du keinen Fehler. Vielleicht gibt es Dinge, denen wir geprüft werden. Vielleicht werden wir Leid erleben. Das ist auch in dieser Geschichte nicht ausgeblieben. Aber am Ende hat sich gezeigt, dass man dir vollständig und vollkommen vertrauen kann. So möchten wir dich bitten, dass du uns dieses Vertrauen zu dir
heute Abend schenkst. Im Namen Jesu. Amen.